Hallo und herzlich willkommen zu diesem Capstone-Video. In diesem Beispiel wollen wir nun die Wertetabelle hier vervollständigen. Wir wissen, die beiden Variablen x und y sind zueinander direkt proportional. Was bedeutet das generell? Das heißt, y ist nichts anderes als k mal x, beziehungsweise wenn ich umforme, der Quotient von y und x ist immer konstant. Ja, das bedeutet direkt proportional. Beziehungsweise kann man auch so argumentieren, dass man die x-Werte immer mit der gleichen Zahl multiplizieren muss, um den y-Wert zu erhalten. Und dieses Argument nutzen wir gleich. Und zwar, wir haben hier einen x- und y-Wert ja gegeben. Das heißt, womit muss man 3 multiplizieren, um 6 zu erhalten? In dem Fall natürlich mit 2. Und das entspricht gleichzeitig unserem Wert k, der Proportionalitätskonstanten. Ja? Und jetzt ist das eigentlich nur mehr ein leichtes. Ich brauche jeden x-Wert nur mit 2 multiplizieren und ich erhalte den entsprechenden y-Wert. Das heißt, hier halte ich 2 mal 2 ist 4, 1 mal 2 ist 2, 0 mal 2 ist 0, minus 1 mal 2 ist minus 2, minus 2 mal 2 ist minus 4 und minus 3 mal 2 ist minus 6. Und wir haben die Aufgabe gelöst.